Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dich fürs Fasten interessierst. In diesem Video erkläre ich dir, warum ich so Fan bin von dem Fasten und ob es eventuell für dich auch etwas bringen könnte. Wenn dich da mehr interessiert, dann bleib dran. Fasten ist eine der wunderbarsten, wenn nicht sogar die effektivsten Methoden, um das Immunsystem zu stärken, um alte Gewohnheiten loszulassen, um den Körper entgiften oder eben noch gerade ein bisschen zum Abnehmen. Nicht nur sonst haben grosse Religionen immer schon vom Fasten geschwätzt. Und im Mittelalter hat die heilige Hildegard von Bingen auch sehr viel über das Fasten geschrieben und geforscht und hat sogar gesagt, dass sie von 35 Leiden 29 können mit Fasten heilen können. Um dir das Fasten zu erklären, würde ich dir schnell eine kurze Geschichte erzählen. Wir sind ja eine Einheit von Körper, Seele und Geist und haben wie ein Regulationssystem, oder man kann dem auch sagen, einen inneren Arzt, der all die Organe und Funktionen steuert und ausgeglichen am Laufen hält. Dann sind wir in der Mitte, wir fühlen uns wohl, wir haben auch keine unangenehmen Symptome. Wenn wir uns aber vielleicht verzettelt haben oder wenn unsere Einflüsse halt sehr gross sind, dann kann es sein, dass wir aus der Mitte kommen und anfangen, unangenehme Symptome zu produzieren, sprich, wir werden krank. Der innere Arzt versucht natürlich immer noch, uns in die Mitte zu bringen, aber manchmal sind die äußeren Einflüsse einfach zu gross und die kommen eben auch vielfach aus einer nicht ausgeglichenen Lebensgewohnheit. Das sind nicht die Sünden zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern sind die Gewohnheiten zwischen Neujahr und Weihnachten, die uns aus der Mitte bringen. Jetzt, wenn der innere Arzt eben nicht mehr zu Gang kommt, mehr Symptome haben, mehr uns krank oder nicht zu weh fühlen, dann braucht es Hilfe und die Hilfe kommt aus der Medizin. Also etwas, das uns wieder in die Mitte bringt. Darum haben wir ja Medikamente, darum haben wir Meditation. Alles, was uns wieder helfen soll, in die Mitte zu kommen. Und genau da setzt das Fasten an, weil man beim Fasten mal einfach alles weglässt. Wir reinigen den Darm, wir trinken viel Wasser und lassen mal grundsätzlich alles, was schädlich ist, alles, was gefährlich ist und alles, was uns unverträglich ist, einfach weg. Und so ist es fantastisch zum Zuschauen, in wie kurzer Zeit sich der Körper regenerieren und erholen kann. Ich habe schon viele Leute begleiten beim Fasten und es ist immer wieder wunderschön zum Schauen, wie sich ein Blutdruck normalisiert, wie sich Herz-Kreislauf-Geschichten verbessern, wie sich Allergien verlieren, wie zum Beispiel ein Typ-2-Diabetes einfach weggeht, Cholesterinwert normal wird, Allergien verschwinden, Hautgeschichten, da ein Problem, Migräne, Bewegungsapparat, sich die Schmerzen weggehen und so. Einfach wunderschön zum Schauen. Und wenn du nachher noch hast, mit dem Hausarzt zusammen Medikamente reduzieren oder gerne absetzen, dann gehen diese Nebenwirkungen von dem Medikament auch noch weg. Also bist du in so einer richtigen Gesundheitsspirale. Und wenn du weniger Schmerz hast, bewegst du dich aber. Wenn du dich besser bewegst, hast du nachher eine bessere Kondition. Einfach die Lebensgeister sind besser. Und es macht einfach riesen Spass, wieder können selbstbestimmt zu leben. Das HGH-Hormon, das Human Growth Hormon, das gebildet wird während dem Fasten, wo der Körper regeneriert, das macht auch so eine aufgeräumte, motivierte Stimmung. Wie du vielleicht kennst, das Gefühl, wenn du nach dem Frühlingsputz oder wenn du im Herbst den Garten zusammengeräumt hast, einfach so sagst, hey, jetzt bin ich wieder da, jetzt geht es wieder weiter, jetzt macht das Leben Spass, ich bin auch selbstbestimmt, ich fühle mich gut, ich bin nicht abhängig von Medikamenten oder irgendwelchen Therapien, sondern ich kann selber sagen, wie es läuft, voll motiviert. Das Gefühl würde ich dir wünschen. Und wenn es dich aber noch interessiert, zuerst, ja, ich würde da noch etwas genaueres wissen, findest auf lebenspflege.tv sicher noch weiterführende Videos, es wird immer mehr geben. Und sonst würde es mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn wir uns an einem Fastenseminar würdet sehen. Du kannst selber bestimmen, wie viel Unterstützung dass du in einer, so einer Fastenwoche gerne hättest. Je nach Paket, wo du buchst, ist dann auch der Preis dementsprechend anders. Und sonst, ja, wie gesagt, würde mich riesig freuen und ich hoffe, wir sehen uns. Bleib gesund. Bye, bye.